Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia für den Super Nintendo. Im letzten Part haben wir das letzte Siegel gebrochen. Wir haben von da aus das Lufia-Schwert bekommen, weil er scheinbar doch nicht mehr ganz so würdig war. Und wir haben Exerion reparieren lassen und dabei Deka wieder getroffen. Mensch, der Typ lebt doch noch. Unkraut vergeht nicht, ne? Gut, und wir haben jetzt hier eine kleine Szene mit Daos auf der Todesinsel. Sie scheinen eingetroffen zu sein. Daos, mein Gebieter, ich werde diese Kreaturen zerschmettern. Interessant, zeige es mir. Mit Vergnügen, Meister. Ich wollte gerade sagen, der zielt wie ein Stormtrooper. Aber naja. Sind alle okay? Ja, ich bin in Ordnung. Ich auch. Wow. Ich hatte sogar recht, dass Zellen nicht antwortet. Zellen, bitte sag doch etwas. Ich bin auch okay, Maxim. Wir sind wohl am Ziel. Wir sind wohl am Ziel. Das ist der Daos-Tempel? Ziemlich finster. Ich kann die Energie spüren. Böse Energie. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Zellen, benutzt den Lichtzauber. Alles klar. Das ist also der Daos-Tempel. Die Kälte hier lässt das Blut zu Eis gefrieren. Ihr kommt in meinen Tempel gekrochen. Daos? Daos? Wenn du es bist, dann zeige dich. Ich bin genau über dir. Nicht gut. So, gar nicht gut. Und, einen Moment mal bitte. So, ich muss doch gerade mal ordentlich husten. Und bevor ich dann nach oben gehe, schaue ich mich aber hier mal kurz um. Aha. Heilsirup. Heilsirup? Ehrlich jetzt? Wow. Was hat man hier? Noch ein Heilsirup. Wow. Ich bin erstaunt. Ehrlich. Gut, gehen wir mal hier hoch. Ja. Du hast es immerhin bisher geschafft. Gades, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Schweig, kein Schritt weiter. Ach, wir dürfen nochmal Gades umklatschen. Toll. Na gut, machen wir's. Zerstörer. Das klingt nicht so nett. Naja, okay. Ich hab nichts gesagt. War ja peinlich. Holy fuck. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon auf das, was ich jetzt machen werde. So, ho, 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 ho. Okay. Gades. Friss den Lufia-Schwert Amokwüter. Was? Warum sind die so schwach? Ehrlich, das ist nicht mal mein normaler Waffenschaden. Dann ist das Ding echt scheiße. Muss ich jetzt mal so sagen. Ich dachte, das ist der Waffenschaden, den ich dreimal raushaue. Oder natürlich Waffenschaden ohne irgendwelche Schwächen zu berücksichtigen. Also Schwächen und Resistenzen. Das könnte natürlich auch noch sein. Ah, und der erste Treffer war ein Crit. Okay, das hatte ich nicht so mitbekommen. Ja. Tschüss, Gades. Ja.
Schmissikowski, du Assi. Okay, der Typ ist schon mal weg. Ich schau mal, was hier unten ist. Zufälligerweise was zum Heilen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Mal gucken. Ja, aber hier sind noch mal drei Kisten. Mit Heilsirup. Heilsirup. Und lass mich raten, noch einem Heilsirup. Ey, ich kann in die Zukunft sehen oder so. Yay. Wow. Not-T-Heilsirup. Voll das OP-Heil-Item. Na gut. Wenn sie der Meinung sind, ne? Was haben wir hier? Ist hier überall nur ein beschissener Heilsirup drin? Jetzt mal ganz ehrlich? Das fände ich nämlich so ein bisschen kacke. Das wäre so ein bisschen für den Arsch. Aber gut. So. Moment, Heilsirup. Wow. Sag da nichts zu, ne? Ich sag da einfach mal nichts zu. Aber ich nehme ihn mit, weil ich bin mir sehr sicher, wenn ich auch nur einmal eine Kiste nicht mitnehme, ist da was anderes drin als ein Heilsirup. War was weitaus Besseres. Bin ich mir 100% sicher. Und das muss ja nicht sein. Deswegen lieber alles mitnehmen und dann feststellen, ist alles scheiße. Als eins nicht mitnehmen und dann überlegen, hä, war das vielleicht doch was Gutes? naja. So, Sullen. Du heilst doch mal kurz in die Runde. So. Next. Du hast Gades besiegt. Du bist der Nächste, Amon. Überschätze dich nicht, du Wicht. Gib mir gerne eine kleine Kostprobe meiner Macht. Okay. Dann hauen wir dich jetzt als Nächstes um. Kein Ding. Ich hab das Götterschild noch gar nicht ausgerüstet, fällt mir gerade auf. Naja. Was soll's. Ja, du warst ja der Idiot mit der Chaoswelle. Shit. Aber keiner verwirrt. Keiner verwirrt ist schon mal sehr gut. So, hier. Inferno. Das erste Mal, dass wir Inferno sehen. Und es macht ordentlich Schaden. Das ist gut. Das ist wundervoll. Donner. Oh, scheiße, jetzt kriege ich Hunger. Ach, Mist, ich hätte nicht von Döner reden sollen. Naja. Wie auch immer. So, ah, wunderschöner Crit. Wunderschöner Crit, Maxim. Darfst du gerne jede Runde machen. Hätte ich kein Problem mit. Noch ein Donner, ja. Ich meine, das stört mich jetzt nicht wirklich. Ne? Der Schaden ist überschaubar. Den er mit Donner macht. Und wenn ich feststelle, dass es knapp werden könnte, ist Atea immer noch schneller als er, um Valor rauszuhauen. Von daher alles schick. Seelenbrecher, ja. Jetzt wird's knapp. Jetzt werde ich auch gleich um Valor greifen. Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht vorher umfällt, aber ist er leider nicht. Na gut. Valor! Oder Valor. Und nochmal eine Chaoswelle. Ja, versucht doch mal mich zu verwirren. Was ihm wieder nicht gelingt. Sehr schön. So was sehe ich immer gerne. Wow. Da ist er down. Oh, ist er voll down. Yoshi, Yoshi.
So. 3 Level-Ups. Daus! Ja. Das war's mit dir, mein Freund. Moment. Da geht noch eine Treppe runter. Will ich mir auch noch ansehen. Da ist bestimmt noch ein bisschen Heilsirup. Pack's aber echt nicht, ne? In jeder bepissten Kiste einfach nur Heilsirup drin ist. Oh, hier ist Heilung. Hier ist Heilung. Heilung ist gut. Heilung ist sogar sehr gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt. So. Gut. Na denn. Weiter hoch hier. Jemand hier am Rand noch. Bestimmt ein bisschen mehr Heilsirup. Ich rechne schon gar nicht mehr mit was anderem. Ne? Warum auch? Naja. So, yay. Give all tea Heilsirup. Du darfst passieren. Maxim, das könnte eine Falle sein. Er sagte, wir können passieren. Also weiter. Aber... Daus stellt uns auf die Probe. Bloß keine Angst zeigen. Er spürt das. Nur wird es sein. Meine Leute setzen große Hoffnung in mich. Das gibt mir viel Kraft. Auf geht's, Zellen. Das Schicksal der Welt liegt in unseren Händen. Ich weiß. Solange das Lufia-Schwert erstrahlt, bleibt die Hoffnung bestehen. Das Licht des Schwerts erstrahlt heller als jemals zuvor. Wir werden die Fürsten der Hölle zerstören und der Welt den Frieden bringen. Und danach kehre ich mit dir heim, versprochen. Bist du der Auserwählte des Lufia-Schwerts? Wer bist du? Ich bin... Ja, was? Wie lautet dein Name? Erim, Meister des Todes. Erim? Du hast Gades wiederbelebt? Genau. Solange ich lebe, sind die Höllenfürsten unsterblich. Um sie zu zerstören, muss ich also dich besiegen? So steht es geschrieben. Unser Feind ist der Träger des Lufia-Schwerts. Na denn? Auf da! Auf da, auf die Olle! Ich meine, wir haben Gades und Amon besiegt. Da werden wir das auch hinkriegen. Vor allem, wenn Gordo hier wunderschön Inferno raushaut. Weil Inferno gar nicht mehr so viel Schaden macht. Aber wahrscheinlich wird hier einfach Feuer halbiert, von daher, ja. Aber ihr seht schon den Schaden, den ich nehme. Der ist lachhaft. Von daher alles gut. Alles gut. Alles gut. So, ein Schattensprung. Na, meinetwegen. Sag ich mal, wie viel Schaden machst du denn damit? Zelle nimmt da schon ganz schön Schaden durch. Nicht so toll. Mal schauen, wie viel der Polarstern und so macht. Oder der Sturzbach. Und Valor wird auf jeden Fall erstmal alle voll heilen. So. Okay. Gut, Eis macht auch nicht wirklich viel Schaden. Aber ich meine, das ist eine zweigeteilte Attacke, von daher war der Schaden schon ganz okay. Noch ein Schattenspuk, na toll. Aua. Doch wie, man? Ach, Mist.
Schauen wir mal, ob das ausreicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich krieg's gerade tatsächlich nicht abgeschätzt. Ja, gut. War eigentlich nicht geplant, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Weil das Stärke ist jetzt komplett verschwendet. Ich wollte eigentlich mit Atea nochmal angreifen, aber es war mir dann doch zu knapp und jetzt weiß ich auch warum. Ja, ja. Alles schick. Passt alles. Alles gut. So. Ich glaube zwar nicht, dass es allzu viel abzieht, aber schauen wir mal, was der Donner so macht. So. Und Atea ist leider mal wieder dauerhaft zum Heilen abgestellt. Naja. Wechsel macht ordentlich Schaden. Guy ist auch nicht schlecht. Von daher passt das. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, hier. Nee, lassen wir. Elementarmagie lassen wir komplett. Das bringt nichts. Ah, schön, die Flammenwalze macht nicht viel Schaden. Das ist sehr gut. Und dann können wir jetzt alle angreifen. So. Atea macht halt auch verdammt viel Schaden. So. Na, bist du bald mal um? Du olle Schnalle. Nee, kein Bock. Schade. Jetzt 2,25. Es wird ordentlich knapp. Es wird ordentlich knapp. Aber ich glaube, mir ist der Angriff von Atea jetzt doch erstmal lieber. Von daher heile ich nur mit Zellen. Es reicht. Es reicht, um diesen Schattenspuk auszuhalten. Und das ist jetzt erstmal alles, was passieren muss. Fuck, ich habe nicht auf Maxims KP geachtet. Scheiße, ich dachte, es reicht auch für ihn. Ach Mist. Ja gut, ne? Dann halt nicht. Doof. Das ist jetzt echt doof. Und da bin ich vollkommen selber dran schuld. Shit. Naja. Egal. Das kriege ich schon irgendwie wieder hin. Bestimmt. Ja, außer sie spammt jetzt nur noch den Schattenspuk. Dann wird das nichts. Okay, Moment. Kraftquelle. Eigentlich egal, was du machst. Und dann greifst du mal an. So, und du nutzt jetzt mal den Heiltrank. So. Durch die Kraftquelle wird jetzt hier nochmal ordentlich geheilt. So. Jetzt dürfte eigentlich auch Maxim den Angriff aushalten. Natürlich kommt jetzt nur eine Flammenwalze. Ach komm schon, ey. Spiel, please. Ich habe mich gerade ein bisschen verarscht vor. Ganz ehrlich. Meine Fresse. Naja, egal. Die leben alle noch. Das ist das, was gerade zählt. So. Wir haben den Kampf bislang noch nicht verloren. Das ist schön. Das ist so richtig schön. So. Angriff. 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 Und Valor.
glaube... ich glaube, wenn das so weitergeht, ne, dann würde ich mir wünschen, dass ich hier so eine Funktion hätte wie in späteren Spielen, wo die Cursor-Position gemerkt wird. Wo ich dann einfach nur noch durchklicken muss. Einfach immer weiter auf X drücken. Beziehungsweise auf A. Ist ja hier. Und dann passt das schon. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber ist halt nicht. So, Moment, hier. Das halte ich jetzt aber definitiv aus. Oder? Ja, doch, das waren knappe 300. 96 wird er geheilt. Ja, doch, das hält er aus. Das hat er auszuhalten. Und wenn nicht, dann schummelt das Spiel. So. Gibt's ja nicht hier. Ah, da muss nicht mal mehr was aushalten. Sehr schön. So geht's natürlich auch. Tschüss, Erim. So. Du bist sehr stark, Maxim. Woher nimmst du diese Kampfkraft? Es gibt jemanden, den ich mit meinem Leben beschützen will. Die Frau neben dir? Setzt für diese Frau dein Leben aufs Spiel? Sie bedeutet mir mehr als mein Leben. Maxim. Das ist also menschlich? Ah, lächerlich. Und daraus werdet ihr zu Staub zerfallen. Die Befürchtung habe ich auch. wir rennen nochmal kurz runter und heilen nochmal. Beziehungsweise ich werde das jetzt offscreen machen. Danke euch fürs Zusehen. In der nächsten Folge schnappen wir uns dann Daos. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal in anscheinend der letzten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.